Ja, ich bin der Stefan Nowak aus Wattenscheid, gehört zu Bochum. Da ist mein 67er T1, letzte Baureihe, Schiebetür, ehemaliges Behördenfahrzeug. Kommt ursprünglich vom Flughafen Weeze, somit bin ich eigentlich der zweite Besitzer von diesem Auto. Das Auto befindet sich jetzt mittlerweile seit, ich denke mal, 13, 14 Jahren in meinem Besitz und hat leider eine traurige Geschichte. Nach der ersten Fertigstellung, wo wir ungefähr anderthalb Jahre dann rumgebastelt haben, wobei die Grundsubstanz nicht ganz schlecht war, war ja einmal fertig restauriert, ist das Auto komplett abgebrannt. Wir haben ihn versucht mit 5 Feuerlöschern zu löschen, haben ihn nicht ausgekriegt. Dann kommt die Feuerwehr und lässt ihn natürlich einmal volllaufen. Ne? Alles gut, war halt nur ein bisschen mehr Arbeit. Und jetzt mittlerweile 23.000 Kilometer später, 10 Jahre nach seiner zweiten Fertigstellung, kann man sich den, glaube ich, ganz gut immer noch angucken. Ja, jetzt sind wir hier eigentlich, ziemlich bekannter Platz in Bochum, steht fürs Ruhrgebiet, Kohleabbau, das Bergbaumuseum, einer der letzten großen Fördertürme noch im Hintergrund, mitten im Herzen des Ruhrgebiets quasi. Eigentlich gehe ich davon aus, dass wir fast mittig im Ruhrgebiet hier sind. Zur Bauzeit x Tausende von Stunden, ja, zusammen mit meinem besten Freund, dem Thomas. Und den Schlussspurt ermöglicht mit Hilfe der Firma Kummetat, die damals Motor und Getriebe angepasst haben. Lackierarbeiten von meinem guten Freund, dem Frank Kohlberg, gemacht. Von der Lackiererei Grünewald, wobei wir die Vorarbeiten und die ganzen Blecharbeiten, Schrumpfen etc. bp. Alles dem Thomas und seinem Geschick und meiner Bastelfertigkeit zu verdanken haben. Ja, viele Leute behaupten, ich hätte die Autos nach den ganzen Merchandising-Artikeln gebaut. Ist nicht wahr. Das Auto gab es vorher. Und dann kam der Hype. Also ich habe so viel Glück gehabt, ich habe das Auto vor dem Hype gekauft. Und mit dem Kauf des Autos ist dann dieser Wahnsinnssprung in der Preisspanne der T1 entstanden. Wobei die Dinger ja heute als deutsches Auto nahezu unbezahlbar geworden sind. Ist zwar kein Samba, aber selbst ein deutsches Auto in der Geschichte kostet mittlerweile richtig, richtig viel Geld. Leider Gottes. Ja, Bestreben bei dem Auto war, eigentlich einen fahrbaren Oldtimer zu machen. Man könnte ihn eigentlich als Daily Driver benutzen. Ist mir jetzt natürlich viel zu schade geworden, auch klar. War eigentlich mal so in der Planung, als Daily Driver zu nehmen, aber nachdem wir da, wie gesagt, tausende von Stunden reingebastelt haben und ich 2 oder 3 Jahre meinen Sohn fast nicht gesehen habe, der immer noch stinksauer ist deswegen, mittlerweile ist er alt genug und verkraftet hat, aber fährt selber gerne mit. Am Anfang war das nicht ganz so einfach und die Ex-Frau hat die Ehe, für die Ehe war das auch nicht so besonders, ne? Das ist eine Tatsache. Und geändert ist einiges an dem Auto. Technik ist eigentlich alles nagelneu. Ob es Bremsen sind, verstärkt vom Typ 3, Porsche-Bremsanlage vorne. Ja, die Felgen zeugen von seinem Inneren. Ist nicht ganz langsam. Reisegeschwindigkeit um die 120, 130, 140 wird nervig. Höchstgeschwindigkeit ist utopisch hoch, viel zu hoch für so ein Auto. Und eigentlich macht auch keinen Spaß, Höchstgeschwindigkeit mit so einem Auto zu fahren. Das ist so meine Tatsache. Herzstück von meinem Lieblingsauto.
2 Liter Typ 1, aufgebaut aus dem 1,6er, vom alten Herrn Kummetat noch, 44er Weber. Mit der Auspuffanlage jetzt letzte Mal gemessen 142 PS auf der Rolle. Alles eingetragen. Klar, Spannrolle ein bisschen breiter. So rutschen andauernd die Keilriemen durch. Alles etwas angepasst. Wird auch eigentlich relativ sauber gehalten. Ist momentan nicht ganz so sauber, aber nach Fehmarn und einigen Ausfahrten darf der auch mal dreckig werden. Als Scheibenbus, aufgrund von Fehmarn und einigen anderen Ergebnissen, zurzeit nur zu 5 nutzbar, wobei die anderen Sitze aber auch noch da sind. Wenn drin geschlafen wird, muss eine Sitzbank raus, sonst passt's nicht. Ja, kann man nach wie vor mit 8 Mann wunderbar bequem fahren, ob man jetzt seine 3 Jungs da reinpackt oder halt 7 besoffene Kerle, die alle so verhungert sind wie ich. Das Ding fährt immer noch richtig gut, also ist nicht so ein Riesenproblem mit dem Auto. Wie war das denn nach dem Brand, das alles zu restaurieren? Ja, ganz einfach, man nimmt 2, 3 gute Kumpels, reißt alles raus, schleift die ganze Karosse bis aufs blanke Blech runter, reißt die ganzen alten Polster raus, versucht die Taschenfederkerne zu erhalten. Ganze Haargarn und ähnliches ist natürlich dann am Stinken. Das Kunstleder, was drin war, alles nicht mehr brauchbar, alles Kernschrott. Himmel verbrannt, klar, die Flammen sind einmal durch das Auto. Nach der Restauration finden wir jetzt knapp 20 Quadratmeter Porsche graues Leder hier drin. Das helle Leder ist von Bentley. Innenausstattung und Innenfarbe ist original geblieben. Das ist der 1015 von VW. Angepasst an etwas verhungerte Kerle sind abgespeckte Rücken, damit wir da reinpassen. Wir haben eine Lordosenstütze für längere Fahrten. Bisschen Musik. Die funktioniert. Soundsystem muss reichen, eine Box. Mein Glücksbringer, zweite große Leidenschaft, Tauchen. In Verbindung mit dem Tauchen stehe ich auf Haie, wie blöd. Mache das auch erst seit 25 Jahren. Und zum Surferbus passt natürlich noch der Surfing Shark und das Glück ist fast perfekt. Glück gehabt, du Typ 1. Nach über 40 Jahren im Dienstbetrieb auf dem Rollfeld, ersetzt durch einen neuen, kommt dieser Volkswagen-Transporter in gute Hände. Als blau-weißer Freizeitbus fährt er jetzt an viele schöne Plätze. 1967. Die Popmusik befindet sich im Wandel. Die Rolling Stones sind schon da, die Beatles noch. Mit All You Need Is Love spiegeln sie den Zeitgeist. Der Vietnamkrieg tobt. Jimi Hendrix startet seine Karriere und schon 2 Jahre später setzt auch er ein Zeichen gegen den Krieg. Er interpretiert in Woodstock die amerikanische Nationalhymne mit dem Sound von Bombern und Zerstörung. In Vietnam sind freiwillige Helfer der Malteser unterwegs, auch mit Transportern wie diesem. Zum Glück Vergangenheit.
Dieser Typ 1 übersteht dank seines Besitzers den Brand auf der Autobahn. 2022 wird er mit dem Pokal für den schönsten T1 auf dem Midsummer Bully Festival auf Fehmarn ausgezeichnet. Der Glückliche.